Yo, Piebel, was geht ab? Boah, Alter, bin ich überbelichtet. Olli und ich und meine Freundin sind nach langer Zeit unterwegs. Okay, ne, wir sind öfter unterwegs, aber diesmal mit der Kamera. Und wir werden heute eigenen Döner machen. Wir hatten schon eine Diskussion, und zwar werden wir das Dönerbrot beim Dönermann holen oder werden wir das Fladenbrot kaufen, was die da so eben so im Interspar und sowas haben. Aber das Fladenbrot, was die so verkaufen, ist halt viel weicher. Dann hat sie gesagt, ja, dann tun wir es halt einfach in den Toaster. Habe ich gesagt, das funktioniert nicht so, weil es einfach komplett andere Konsistenz hat. Das funktioniert im Toaster, gell? Egal, wir machen es einfach. Wir machen, wie sie sagt, weil dann habe ich recht. Und dann habe ich recht. Gell, Olli? Halt du mal bitte, ich muss Auto fahren. Voll schlechte Vorbildfunktion hier. Angeschnallt bin ich auch nicht. Du kannst aber, guck mal, du kannst das so hochswipen auf der Kamera. Ja, und dann kannst du oben rechts drücken, oben rechts. Dann dreht sich das ganze Ding. Ja, genau, dann kannst du so, jetzt bist du Kameramaker-Man. Damn. Und ich bin sogar, schnell, oder hier, Freifahrter, wie heißt es schnell? Was? 4K und 60 Bilder die Sekunde. Ja, was hast du schon gesagt? Ja? Heftig, gell? Heftig, sehr. Heftig. So, naja, dann melden wir uns mal. Oh, wir müssen heute keine Maske tragen. Und es ist der erste offizielle Sommertag. Jo. Oder ist heute auch der erste, oder ist der zweite? Ist der erste oder ist der erste? Ja, dann ist heute der erste offizielle Sommertag. Und wir müssen keine Maske tragen. Nice. Sehen wir uns im Interspar. Jo, People, wir sind jetzt im Interspar. Hier mit Einkaufskorb. Und besorgen jetzt die Sachen für den Döner. Ich hätte gesagt, wir holen uns einmal Mais. Mais im Döner ist nice. Ich hätte gerne auch Rucola. Ja, safe, Mais im Döner, wie geil. Schon, Mais kannst du überall reintun. Rucola hätte ich gern drin. Ja. Was hätte ich noch gern drin? Ja, halt Fleisch. Dann hätte ich noch gern drin. Was ist noch so drin? Rotkraut, aber Rotkraut muss jetzt nicht unbedingt drin sein. Zwiebeln hätte ich gern drin. Dönerfleisch hätte ich gern drin und Soße. Rote Zwiebeln oder nochmal? Ich nehme die. Rote Zwiebeln. So viel besser rote Zwiebeln als. Ja. Wer was anderes sagt, weg von meinem Kanal. Kusch. Ab. Da. Siehst du jetzt, was ich meine? Ha? Du hast gibt's ein Problem? Du hast gesagt, das ist weicher. Du hast gesagt, das ist weicher. Ah, ist das nicht weicher, ha? Das ist der Döner für einen Riesen, Alter. Ah, ist das nicht weicher? Wenn du das in einen Doser tust. Du schneidest das ja zu viert. Du machst ja so und so, aber ach trotzdem so. Ist das ja. Oh. Ich hab noch nie. Hast du schon einmal ein Fladenbrot vom Döner fuhren Dosdings angegriffen? Okay. Hast du guten Gabel? Na. Na, sag mir, dass du schon einmal ein Fladenbrot vor dem. Vorm gebackenen, ja, hab ich. Vor gebackenen Zustand angegriffen. Ja. In einem Dönerladen. Ja. Und das war nicht so. In was für ein Dönerladen? Bei, warte, dann mache ich direkt Werbung. Hakan, bester Döner Kärntens. Beim Hakan einfach, hey Hakan, darf ich das mal angreifen? Na, ich hab, du, als ob du noch nie, so, du hast ja auch die Wahl, ob du ein Fladenbrot mitnehmen möchtest, dabei haben möchtest, einfach ohne alles. Das heißt Beilage. Nee, das ist gut. Ja, müssen wir eh das nehmen. Und nehmen wir vielleicht jetzt. Zwei. Isaac. Nimm zwei jetzt davon. So. Das kannst du nicht in der Video schneiden. Warum nicht? Weil du mich dumm darstellst. Weil ihr recht habt. Magst du mir deinen Ring zeigen? Guck mal, Leute, meine Freundin hat gestern ihren Halbjahresring bekommen. Bleib mal still, man sieht nicht, wie der Funke ist. Der ist von Kick. Warte, warte. Da immer noch den Hinter. Ah, jetzt. Ja, perfekt. Wunderschön. Wow. Der ist einfach am Dampfen hier. Hast du ihn? Na, fünf nicht, die ganze Zeit. Hä? Also, ah, Blaubeeren hätte ich auch gern. Ich mag Blaubeeren. In den Döner, Alter. Nein, nicht im Döner. Was ist da an die gemacht haben? Die haben so Zitrone drüber geraspelt. Wo? Über den Döner, Digga. Zitrone drüber geraspelt. Die normale oder den? Die normale Zitrone drüber geraspelt. Aber schon mit Schale. Ja. Achso. Herzlich rührt. Wenn du willst, kannst du es ja machen. Ich will nicht unbedingt, dass mein Döner nach Zitrone schmeckt. Na ja, die Begriffe hast du schon mal gegeben. Echt? Hast du gemacht? Haha. Ah, du hast nur gesehen. Es gibt Tomaten, ja, stimmt. Aber da brauchen wir diese großen Fleischtomaten, glaube ich. Ja, oder die da vorne, ja. Das ist eine Tomate, oder? Ja, fix. Ist rot. Schaut sehr ähnlich aus. Perfekt, der Justin ist traurig. Der Justin ist echt? Das ist wahrscheinlich war es von gar nichts.
Was? Na, ich habe den Justin ja gesagt, aber. Ach so. Also ich glaube, der hat ja gesagt, dass er Fahrrad macht. Mit seinem Fahrrad. Also die Räder. Und ich glaube, das ist traurig, dass er jetzt nicht im Video ist. Aber vielleicht kommt er später noch, hat er gesagt. Vielleicht nehmen wir ihn ja noch auf. Das war cool. Tipp, nimmst immer die Tomaten, die noch auf der Rispe oben sind. Die Tomaten, die was wo oben sind? Ja, noch auf die grünen. Ach so. Angeblich sind sie länger frisch, aber ob das die Wahrheit ist. Ja, tu doch rein hier. Ja, warte doch. Ja, okay, ich tu, wir warten. Die ganze Zeit. Oh Mann. Das sah gerade aus wie so ein Kartellboss, Alter, mit Bananen, Alter, ich schwör. Wir brauchen jetzt noch Döner. Kartellboss, wenn man Bananen in der Hand hat. Ja, Mann. Wir brauchen noch Dönerfleisch. Und dann haben wir es eh. Jo, Leute, der erste Korb ist voll. Jetzt gehen wir hier einen zweiten Korb holen. Die Menschen sind gerade die Sachen für die Soße zusammen suchen. Ich finde das immer voll nice, wie Leute, die in der Umgebung durch die Gegend laufen, immer so schauen, als wäre ich irgend so ein Weirdo. Also so unmenschlich, was fällt ihm ein? Der hat eine Kamera in der Hand und filmt sich und redet. Jo, ich suche jetzt die anderen und dann, wo sind sie denn? Wenn ich sie gefunden habe, filme ich wieder. Ich höre sie. Sehen wir uns gleich. Oh Leute, ich habe sie gefunden. Wir haben 1 Kilogramm griechischen Joghurt. Was habt ihr griechischen Joghurt? 1 Kilo. Warum braucht ihr das? Für die Soße. Aber 1 Kilo? Ja, hab ich da alle entschieden. Also das ist... Ich bin mir sicher, was holst du ein zweites? Wieso, ne? Dann, wir brauchen fast Zitronensaft? Nein. Aber ich weiß, wo er ist. Wow. Geh mal. Ja, let's go. So Leute, sind jetzt aus dem Interspar draußen und haben unseren Einkauf fertig. Haben hier 2 Säcke mit Getränken und den normalen Einkauf. Ja. Und da ist mein Jetti. Hallo. Hat mir eingekauft. Da ist der Olli. Vergiss nicht. Jetzt geht mal Dönerfleisch kaufen, weil es hat keins gegeben. Stimmt. Wir gehen jetzt Dönerfleisch beim Dönermann kaufen. Mein Müll hier. Dönerfleisch beim Dönermann kaufen, weil es gibt kein Dönerfleisch so und halt auch kein normales Fleisch, was du zum Dönerfleisch machen kannst. Deswegen müssen wir zum Dönermann Dönerfleisch kaufen gehen. Und der Olli hat heute ein ganz persönliches Parfum oben. Servus. Komplett das. Okay, danke. Ciao. Servus, Hakan. Du, Hakan, hast du offen? Du, kannst du mir so zwei Behälter voll mit nur Dönerfleisch machen? Komm, wir dann holen. Ja, so... 24er. Ja, 24er. Also viel brauchen wir nicht. Ja, wir machen Döner selber, aber es hat keiner Dönerfleisch und wir brauchen nur Dönerfleisch. Also so ein Dönerteller halt nur aus Fleisch. 4 Stück sind wir. Ja, nimm mal für 5 Personen Fleisch. Leute, sind jetzt beim Dönermann meines Vertrauens, Wölfnitz, Döner Kebabhaus von Hakan und seinem Vater. Und wir holen uns jetzt Dönerfleisch. Chef, darf ich eh filmen, oder? Oder hast du was dagegen? Ja, nur mich selber. Ja, mich selber geht schon. So, bitteschön. Chef, ich bekomme bitte nur ein Dönerfleisch. Nur ein Dönerfleisch, bitte. Aber. Also der gehört eh zu mir, in so einer, habt ihr eh diese Boxen oder diese Döner-Teller-Boxen oder wie die heißen, weiß ich nicht. So, einmal Döner, nur Fleisch? Ja, also kein Döner, sondern ich brauche nur das Fleisch. Nur Fleisch, ja? Nur das Fleisch, ja. Kein Brot, oder? Kein Brot, gar nichts, nur Fleisch. Bei Wurf, oder? Ja, genau. Passt, ja? So, das war's. Ja, das war's. Nein, einmal, ja, passt. Yep. Hier, ich will. Brauchen wir ein oder zwei Boxen? Zwei. Brauchen wir zwei Boxen, bitte. Hier, ist Namen mitnehmen, bitte. Mit dem, ja, passt. Haben wir geschafft.
Easy. Easy. Nimm's gleich, Leute. Leute, wir sind jetzt daheim mit unserem Einkauf. Und wo ist das Dönerfleisch? Wo? Im Sackel. Im Sackel? Na da. Haben wir jetzt zwei so riesen Packungen Dönerfleisch geholt. Muss ja reichen, locker. Das reicht locker. Das wird schon reichen, ja. Und die Frau Mama ist Armstüsse. Frau Mama! Ja! Zeigen Sie sich! Was? Zeigen Sie sich! Nein! Na, Frau Mama ist scheu. So, Leute, das Fleisch haben wir schon fertig gekocht. Easy. Und jetzt geht's ran an. Was mache ich jetzt? Ich bereite Zwiebeln vor, würde ich sagen. Zwiebeln und den Rest, also alles fertig schneiden würde ich machen. So. Ja, bis dann. So, Leute, wir machen hier gerade das Kuchen. Ich bereite gerade die Zwiebel zu. Die Frau Freundin macht gerade die Soße, also ich mache das leichtere, aber Zwiebelschneiden ist nur was für wahre Kämpfer. Aber ich habe hier einen Trick am Start. Ob der funktioniert, das weiß ich leider nicht. Und zwar braucht sie halt so eine Küchenrolle. Hab noch nie gemacht, ihr habt es nur im Internet gesehen, die macht sie nass. Einmal mit Wasser, einmal nass machen. So. Was ist da auskrümmen? Weiß ich nicht. Das ist aber nicht der da. Oh. Das ist Eisdiel. Das schaut noch. Ja, das fühlt sich auch noch dem an. Ja, wer da noch? Der schmeißt weg. Da ist noch Eis hier drin, dann gib mal Glas zuerst. Die Frau weiß jetzt auch nicht mehr, wo die wäre. Ne? Ja, wie groß brauchst du? Ja, ich war groß. Ne? A big one. Na, war nichts drin, okay. Ich glaube, das ist da oben gestanden. Weil die zu groß sind, um hier unten reinzukommen. So, müsstest du da hinmachen. Aber ich mach ja mal Licht hin, vielleicht immer mehr. Halt da in der Nähe der Zwiebel, dann fängst du die Zwiebel schneiden an. Achtung, meckert jetzt nicht darüber, wie ich die Zwiebel schneide. Ich kann keine Zwiebeln schneiden. Ich bin jetzt kein Meisterkoch. Was? Nur, dass man die schneide. Angeblich sollst du jetzt mit dem Tuch Zwiebel schneiden können, ohne zu heulen, das glaube ich nicht. Aber Internet sagt es. Wo tust du das Tuch hin? Ha? Wo ist das Tuch? Welches Tuch? Wo tust du das hin? Welches Tuch? Ja, der Tuch da. Was für ein Tuch? Da! Soll auch liegen. Ja? Soll es angeblich funktionieren. Bisher heule ich noch nicht, also. Ob das klappt? Ich weiß nicht. Es klingt relativ unrealistisch, aber... Bisher heule ich noch nicht, also. Und ich habe schon die halbe... So viel Mühe. Ja, ich habe bisher die halbe Zwiebel hinter mir. So, dann läuft es fort, Alter. Digga, das Problem ist ja bei dir. Ich habe gedacht, da ist was hier oben. Alter, hast du jetzt da ein Viertel... Oh mein Gott. Ich hab gedacht, da ist so ein Ding drin. Was saure Angelegenheit. Alter, du isst, du beißt in den Döner rein und dann gehst du. Genau nach dem Such mach. Reicht das an Zwiebeln? Ah, oh, jetzt brennt's. Jetzt brennt's. Funktioniert nicht. Ja, also. Wow. Also man sollte auf jeden Fall mehr. Auf jeden Fall sollte man ihn nachmachen. Also probiert's auf jeden Fall aus. Aber ey, ich hab noch nicht direkt bei der ersten Hälfte gehört. Ja, immerhin. Sehr sauer. Echt? Das schmeckt halt nur noch. Das war gut. Nach, ja, sicher. Nach. Es schmeckt nur noch Naturjoghurt. Alter! Das ist ja richtig belastend. Ich seh nix! Die Soße wird wild. Besser so. Besser so. Probier mal die Soße, die ist. Ich bin nicht fertig. Die ist ja die ist richtig episch, Alter. Joghurt, das ist einfach so ein Löffel. So. Ja. Du beißt einen Döner rein und denkst, du hast ein Dessert. Das ist nur Joghurt. Cornflakes. Das ist ja der Scherz. Jetzt schaut mal meinen Trick hier an, Leute. Das nennt man IQ 2000. Da machst du unten Löcher rein. So. So, dann gehst du mit dem da zum Wasser. Und so putzt du den. Und das Wasser geht halt, rinnt halt natürlich ab. So. Ohne dass dein Rucola verloren geht. Und ohne dass du so ein, wie nennt man das, brauchst? Ein Sieb? Ja, genau, die Siebs.
So. Ha? So? Oft sagen sie aber weniger ist mehr. Hallo. Hallo. Oh. Darf ich eintreten? Ich lass mal. Jetzt bist du ein YouTube-Video drin. Ich bin 2 Meter groß, er ist 3 Meter groß. Ja, ja. Der riesige Boss. Ja, der riesige Boss. Wenn ich mich vor ihm stelle, sieht ihn keiner mehr. Naja. Fast. Fast, Digga. Fast. Jetzt sieht das aus. Na, Digga, man sieht auch so dein. Der Köpfchen sieht man auch drüber die Schulter. Der Dönerboss, ja. Dönermann. Wenn er erfährst, dass der Opa zu 1% Türke ist. Wir machen jetzt den eigenen Döner. Familienrezept. Döner auf. Und dann wäre es der erste Dönerladen, der Deutsch kann. Also so. Richtig. Oh, no front. No front. Der rassistische Boss. Der rassistische Boss. Da bin ich der einzige Dönerladen, der Deutsch kann. Ja. In diesem Rezept steht, dass die Zucker eingegangen sind. Ja. Das wird ganz kritisch, ne? Ich weiß nicht. Halb Spackerle. Halb Spackerle. Ich tue nach Gefühl, okay? So wie die Zitrone. Aber nicht so viel. Aber da ist nicht so Verschluss. Ich noch so Piesen oder so. Ab. Ja. Digga, so a Rock. A Rock. That way in the Rock Johnson ist drin, Digga. So, People, was für eine Soße magst du haben? Weiß oder Bobby the Mask. Ich habe leider nicht so eine coole Zange wie die beim Dönermann, aber ich kann die hier nehmen. Haben wir gesehen. Den Move da. Sheesh. Die haben ja immer diesen. Entweder haben die einen Löffel, wo die in die Soße reingehen. So, hier hat die den Löffel. Und wo ist die Soße da? Machst du Curry Sauce? Mhm. Und die weiße Sauce, oder? Yes, sir. Curry Sauce machen wir so rein, wenn wir mal die weiße Sauce nehmen. Jo. Dann rollt die Frau Christina rum, dann machen die so. Ich habe leider kein Dönerpapier, das wäre so toll gewesen. So. Natürlich die weiße Soße auf einer Homo-Basis. So, wo ist das Fleisch? Wo ist mein Zangerle? Da ist mein Zangerle. Macht er das gleich mit das erst? Ah, heiß. Na, Soße. Und dann kommt weiße Soße nochmal drüber. Was willst du noch haben? Bitte. Keine Tomaten, hast du gesagt, ja? Nein. Salat, Rucola und Zwiebel, bitte. Salat, und Schafkäse. Salat, Rucola, Zwiebel und Schafskäse. Yes. Welt gemacht, Chef. Danke, Bruder. Also Salat. Okay, warte. Du Rucola und Zwiebel, ne? Sonst geht da über, Digga. Dann bin ich. Rucola. Ah, Mann, das ist heiß. Ja, ich habe leider keine. Die haben Werkzeug dafür. Ich habe kein. Ich habe schon diese Zangen nicht. Rucola. Zwiebel. Und Schafkäse. Wie lange noch so? Morgen wieder richtige Döner, Digga. So. Willst du die noch drüber? Yes, oder sir. So ja, klar? Das passt gut. Ja, sieht man, wie viel Döner du in der Leben schon gegessen hast, Mann. Ja, mal auf. Kannst du kurz halten, bitte? Weil ich muss kurz die Soße haben, Mann. Justin, der Statist. So, Döner für Olli. Mahlzeit. Die Soße klebt auch schön an der Wange, so wie es sein muss. Also lecker. Und kann er jetzt eine Bewerbung schicken. Kann man das mit dem Brot machen, oder? Mhm. Echt? Siehst du? Was sagst du, ist gut, ja? Von 1 bis 10? Ehrlich? Ehrliche Meinung. 8. Oh, okay, ich hätte mit dir sich. Oh, oh, du freust dich schon auf den Döner? Sehr gut, natürlich. Okay, machen wir jetzt Justin seinen Döner, let's go. So. 10 von 10, Digga, was labert der? 8 von 10, Digga. Schmeckt richtig gut. Ich habe schon schlimmere Döner gegessen, ich werde dir aber. Wow, 10 von 10, ich habe schon schlimmere Döner gegessen. Ich habe viel schlimmeres gegessen. Alles, was schlimmer ist, ne? Ja, alles, was so halbwegs geht, was man essen ist direkt eine 10 von 10. Ich habe schon schlimmere gegessen. Aber vorher 10 von 10 aus Mintem. Sehr gut, Digga. Das ist richtig gut, Alter. Das ist richtig gut, das ist richtig. Selber gemacht. Ja. Wir machen hier gerade unsere noch. Und dann probieren wir auch mal. Gell? Mhm. Jo. So, der Döner schaut anders, will das? Weil ich muss da irgendwo auf die Scheibe eine beißen, damit ich alles habe. Mhm. Du hast jetzt erst auf die wirken. Mhm. Ja. Das
Hülker. Das ist so geil. Das ist richtig geil. Das ist so geil. 1 bis 10. Nein, 0,5, ja. Na, Digga, 10 von 10. Was ist das 0,5? 0,5 ist die extra 4 Zahl. Na, die Verbockung. Aber der Nadel ist richtig gut. Das ist eine Legende. Also ich schwöre, okay, doch 10. 10 von 10, ja. Was du Curry-Sauce hat drin? Boah, die ist richtig nice. Vielleicht haben das die 0,5. Also, vom Boss, der Böse und der Döner. Gönn dir. Okay, hast du mich gehört? Das Brot hat sich schon besser. Bruder, da. Das ist gut, das ist heftig, ja. Was sagst du? Die Curry ist richtig geil da drin. Ich weiß, die Curry ist so gut. Also, die Curry ist. Bruder, also was sagst du? Okay, danke. Nein? Ja, das hast du auf die Wirken. Warte, sag ja. Oh, Bruder, ist anders gut aus. Ich sag 1,5 von 10. Wow, irgendwo, irgendwas fehlt noch, aber nur so. Vielleicht irgendwie so. Ich weiß es nicht. Ich finde da gar nichts, was fehlt. Ja, das ist Mais. Boah, ja. Boah, Mais hätte doch, Mais hätte auch noch gut, aber ich schwöre, ich finde, dass die Currysauce das Geilste am Gott, das hat so einen guten Geschmack. Ja, aber das Brot. Das Brot ist richtig gut. Das Brot gut. Das Brot, was sagst du zum Brot? 80% vom Döner gut, Digga. Ja, fühlt sich auch beobachtet. Was sagst du zum Brot? So geil. 10, Alter, 10. Also, das haben die drei heute gekauft. Gekauft. Extrem gut, der Rucke. Ich will nur anmerken, dass er eher für das Brot vom Dönermann war, als für das A vom Dönermann holen gehen. Ja. Ich war das. Die labert, das ist so eine, du lügst, das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dass das Brot, das Fladenbrot, was wir kaufen gehen, anders ist als vom Dönermann. Ja. Und ich weiß nicht, ob die Konsistenz euch passt, ob ihr das vom Dönermann haben wollt. So habe ich das gesagt. Okay, und jetzt Mahlzeit, jetzt, wenn es auch nicht mehr weg ist. Yo, People, der Tag neigt sich der Ende zu, zumindest also noch nicht für uns, aber für dieses Video. ich habe auch nur noch paar Prozent, ich glaube 6 oder 7% habe ich noch. Aber dafür hat das Video gute Qualität. Der Justin, Döner war lecker. Perfekt. Folgt dem Bre, der will auch YouTube anfangen. Einfach auf Instagram oder so. Die und Olli. Da drüben. Brot war lecker. Extrem gut. Döner war lecker. Ja, ich will kein YouTube anfangen. Was willst du denn? Kein YouTube. Okay. Weil der Justin will YouTube anfangen mit dem Olli zusammen. Du machst YouTube. Iso, ich mach ja, aber du bist bei mir dabei. Ja, du bist immer überall dabei. So. Bisschen dabei. Das ist prima. Jetzt krieg ich einen Claim, weil wir so gut singen wie das Original. Ja. Ja, Leute, man sieht sich. Bis zum nächsten Video. Tschüss.